Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LS PDFR. Wie wir sehen können, auch die Kollegen nicht mal ordentlichen Spurwechsel vollziehen. Okay. Übernehme. Okay, Stolen Police Vehicle ist da vorne. Müssen wir mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ja. Ich glaube, ich muss mal hier querfeld einfahren, sonst kommen wir da glaube ich nicht so hin. Wie unschwer zu erkennen ist, sind wir noch mit der Highway Patrol unterwegs, mit einem guten alten Dodge Charger aus der 2009er Serie. Und dann können wir uns gleich mal messen. Mit einem neuen Dodge Charger. Oder einem neueren Dodge Charger. Ich weiß nicht, ist das jetzt der... Nee, ist der 2016er, ne? Verfolgungsjagd benötige Unterstützung. Das hat er wahrscheinlich jetzt nicht genommen. Okay, war mir klar. Verfolgung benötige Unterstützung. Attention all units. Backup needed for a suspect resisting arrest. Oh, da sind schon mal die Kollegen. Und, wie wir hier schon manchmal erkennen können, ich habe neue Fahrzeuge... Oh. Also, vorsichtig, ruhig, Brauner, ruhig, 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 ruhig. Auf dem Fußboden. Also, in den Dreck. Ich habe mir neue Fahrzeuge installiert für meine Los Santos Police. Und, ich muss aber sagen, die Textur gefällt mir sogar. Das passiert selten. Benötige Transport. Backup required for a ja. Suspect placed under Guck arrest an. In El Barro Heights. Ja, das habe ich selten. Dass sowohl die Fahrzeuge so genau wie die Textur grundlegend schon mal passen. 2014er Charger war das. Also ich finde auch die schön gearbeitet. Ich werde da mal gucken, ob da noch weitere Fahrzeuge von gibt. Weil wenn ich mich in der Beschreibung nicht geirrt habe, stand da was von Mr. Oxplay. Hat die Texturen gemacht. Achso genau, wir könnten das Fahrzeug mal abschleppen lassen. Mal abgesehen davon. So, das Fahrzeug erstmal ausgeschaltet. Können wir natürlich gleich mal wechseln. Aber nein, wir haben die Streife begonnen mit der Highway Patrol und dem 2009er Charger. Deswegen bleiben wir dabei auch. Benötiger Abschleppwagen. We've got backup needed. Ja, das ist okay. Schauen wir mal, das ist das richtige Polizeifahrzeug. Der andere steht ja ziemlich dicht dabei. Aber ich gehe mal davon aus, du wirst jetzt den richtigen abschleppen. So, und genau. Okay, er ist unterwegs, er fliegt. Der wird das schon wegräumen. So, wir werden weiter unsere Streife fortführen. Eigentlich war der geplante Weg woanders lang. Aber wie heißt es immer so schön? Unverhofft kommt oft. Genau, hier können wir dann wieder rausfahren auf den Highway. Eigentlich wollte ich über die Brücken rüber eiern. über das Hafengelände und Flughafenzufahrt. Wobei das ja wieder so auch für so ein typisches Einsatzgebiet ist für die Hafenpolizei. Wäre auch mal schön, wenn man die mal so sehen würde. Die Hafenpolizei. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen... Guck an, Kaninchen. Warte. So, da kann sie lang koppeln. So, sind wir denn hier, Freund? Ah, sind die Kollegen wieder. Oh, okay. Du hast wohl eindeutige, Frau am Steuer. Okay, ist ein bisschen klischeehaft, aber... so. Machen wir eine Stufe und Alarm. Komm her, halt an. Ja, perfekt.
Wir haben hier gerade ein bisschen Streifen. Ich zeige es mal nach rechts, aber ich meine nach links. So, ja, ein bisschen kannst du noch darüber. So. Ja komm, lass mal nicht so stehen, oder? Gehen wir das noch gerade hin? Ja. Perfekt. Da kannst du stehen bleiben. So, dann machen wir kurz das Kennzeichen checken. So, wir können uns schon mal dem Fahrzeug nähern. Ich denke mal, ich werde gleich die Information kriegen. Target License Plate. 4, Mary, Robert, 2, 2, 1. No entries on file. Megan Wild, ne? Die macht ja gerne mal so wilde Spurwechsel, wa? kleiner Scherz. Dürft ihr mal wieder ihre Fahrzeugschein sehen? Megan Wild, das stimmt schon mal. Ich werde das ganz kurz mal an den Computer schicken. Ihre Daten. Warten Sie mal kurz auf mich. Bin gleich wieder bei Ihnen. Ja. So. Und dann sehen wir gleich mal, der Police-Computer ist auch schon geändert. Ich habe das mal für die Fahrzeuge jetzt endlich auch mal geändert. Müssten eigentlich alle geendeten Fahrzeuge bei sein. Okay, Wallet, Wallet, Wallet und None. Okay. Damit ist der guten Frau eigentlich nichts weiter vorzuwerfen. Außer, dass sie mein Autogramm dort beim Spurwechsel. So. So, ich muss Sie mal fragen, haben Sie vielleicht Alkohol? Ich habe eine ganze Menge besser zu tun, aber Sie haben mein Fahrzeug gerammt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Sie eventuell unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Weil, wie Sie vorne an dem Kotflügel erkennen können, haben Sie nämlich einen kleinen Unfall gerade gehabt. Und das zufälligerweise mit einem Einsatzfahrzeug. Gut. Da ich nichts vorzuwerfen. Haben Sie vielleicht irgendwas Verbotenes in einem Fahrzeug? Vielleicht. Hm, ja, dann sind Sie vielleicht auch... okay. okay. Ich werde einfach mal das Fahrzeug durchsuchen jetzt. Um sicherzustellen, dass da keine verbotenen Gegenstände sind. Und dann werde ich der guten Frau einfach mal ein Ticket schreiben. Weil Baggy of Mariana, Mayo Joanna, okay, Clown Mask. Das ist schon bedenklich. Na gut, kann natürlich, so, dann möchte ich Sie mal ganz gerne aus dem Fahrzeug bitten. Okay, so, warte. So. Und dann möchte ich Sie mal bitte auf den Boden bitten. So. Flach auf den Boden legen. Sie sind vorne festgenommen, weil irgendwie... Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, aber Sie haben da so ein bisschen zu viel Marihuana im Auto. Benötiger Transport. We have backup needed in El Barro Heights. Okay, die Clownmaske, naja gut. Weiß nicht. Vielleicht für Fasching oder so oder irgendwie Kostümparty. Aber die Tasche voller Marihuana ist eindeutig über dem Limit. Das sind meine Kollegen. Vielleicht eine Kollegin auch, die kann dann nämlich auch die Durchsuchung vollziehen, weil ich muss mich mal bremsen. Ich habe die gute Frau noch nicht durchsucht, aber so viele Versteckmöglichkeiten hat sie ja nicht. Wobei, da kommen immer die dollsten Dinger raus. Ja, da könnte jetzt zum Beispiel eine Kettensäge sein oder so, ne? Irgendwie sowas versteckt sein. Fährt man das Fahrzeug abschleppen? Yep. Benötige Abschleppwagen. We have assistance needed in El Barro Heights. Den werde ich mal sehen, dass ich auch in den nächsten Folgen den nochmal ändere. Ich bin endlich mal dazu gekommen, den Leichenwagen, den Leichenbestatter zu ändern, den Corona. Und ich weiß nicht, ob wir den noch in der Folge sehen werden heute. Vielleicht, man weiß es ja nicht. Attention all units, we've got security details requiring assistance. Was ist denn das? Elysian Fields Freeway. Elysian Fields Freeway. Nee, das ist zwar irgendwo schon die richtige Ecke. Aber möchte ich nicht. Nee. Yeah, I'll head up that way. I'm in the area.
Das ist jetzt nicht so Highway Patrol würdig. Und vielleicht wollen wir mal lieber noch ein bisschen Verfolgungsjagden haben. So ein bisschen eine nervenaufreibende Verfolgungsjagd. Die sich natürlich auf den Brücke. Auf der Brücke nicht so ergeben wird wahrscheinlich, weil meine Erfahrung hat gezeigt, die sind relativ langsam hier und gemächlich auf der Brücke unterwegs. Wobei, ich weiß auch nicht, diese Limitangaben, die ich hier habe, sind nicht immer so aktuell, ne? Hier sehe ich auch zum ersten Mal, dass auf dieser Brücke da oben diese Flagge ist. Sehe ich zum ersten Mal. Man. Obwohl ich auch zugeben muss, ich fahre diese Brücke nicht sehr häufig. Aber nette Aussicht von hier oben. Was war denn das? Na komm, vor der großen Brücke werde ich die nochmal hier kurz anhalten, weil irgendwie... Aber ich habe den richtigen angehalten, weil... stopp mal kurz. Ich bin noch hinter dem gefahren und wollte den anhalten, oder nicht? Hä? Hä? Warte mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich möchte den ganz anhalten. Genau. Fahren wir bitte rechts rüber. Ich habe irgendwie den falschen angehalten. Wobei, ich bin noch hinter dem gefahren. Also wieso hält der andere an? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. So, das muss erstmal reichen. Ich werde mein Fahrzeug ein bisschen... Oh. So. Achso, genau. Kennzeichen haben wir vergessen zu prüfen. So, einmal das Kennzeichen checken. Wie ein Meser? So kein Meser. Das ist eine Fusillade. Hä? Sag mal, was ist denn hier los? Okay, das ist aber nicht der Wagen, den ich haben wollte. Ich wollte den haben. Fusillade, genau. Mensch, was ist denn hier los heute? Das Spiel erkennt irgendwie andere Fahrzeuge zum Anhalten. Eine ganz bescheidene Ecke, um hier eine Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Aber wir lieben das Risiko. Hello. Könnte ich mal bitte Ihre Fahrzeugpapiere haben? Dean Hunter. Ich werde die Daten noch mal kurz checken an meinem Computer. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Nicht wegfahren. Ich liebe meinen Police-Computer. Vor allem das Interface finde ich super. Also, ne? Warte mal. So. Können wir mal den Tügel Backward machen und wir können auch die Pause ausschalten. Und dann läuft das Spiel dahinter ganz normal weiter. Scheint sogar auch reibungslos zu funktionieren. Fusillade. Okay. Hat er nichts gefunden? Super. Genauso muss er sein. Das hat ja auch mein Police Computer bzw. meine gute Dame, meine gute Seele am anderen Ende des Funkgeräts ja auch bestätigt. Nur ab und zu gibt es da Differenzen. Deswegen habe ich mich mal dafür entschieden, standardmäßig da den Police-Computer zu fragen. So, haben Sie vielleicht irgendwas getrunken heute? Jupp, stay hydrated. Dann sind Sie sicherlich einverstanden mit einer freiwilligen Alkoholkontrolle, die freiwillig auferzwungen wird. So, Alkohol hast du nicht getrunken? Okay, haben Sie vielleicht irgendwie Drogen genommen? Weil ich, gut, dann werde ich mir die Antwort selber holen. Weil sie sind ein bisschen unsicher in der Spur gewesen. Nee, auch nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, gibt es ein kleines Ticket. Careless Driving, Tailgating, Lane Splitting würde ich mal sagen. Gibt es ein kleines 50 Dollar Ticket. Also ist jetzt nicht so gravierend gewesen, aber das nächste Mal verwenden Sie einfach mal einen Schulterblick, dann können Sie eventuell solche gefährlichen Situationen ausweichen. Schulterblick ist eine ganz wichtige Sache. Da nützt auch nichts so ein toter Winkelassistent oder Außenspiegel.
Schulterblick ist unerlässlich im Straßenverkehr. Nun gleich nochmal eine kleine erzieherische Maßnahme für alle, die den Führerschein neu haben oder noch nicht so lange haben. Oder auch schon länger haben und gerne mal den Schulterblick vergessen. Es ist eine sehr wichtige Sache. Wobei ich natürlich jetzt nicht die Technik von Mercedes so kenne, ob die so reibungslos und ohne Probleme läuft. Calling Unit 1, Adam 12. We have an officer requiring assistance in the Maze Bank Stadium. Maze Bank Stadium, das ist aber ganz schön weit weg. Also da gibt es aber schon andere Einheiten, oder? Die da mal näher sein könnten. I'm nearby, I'll take the call for you. Das ist genauso wie so Blinkermuffel. Also man, ganz ehrlich, also man könnte echt meinen, die Blinker... Oh, was ist denn hier los? Man könnte meinen, echt die Blinker, die verbrauchen irgendwie sowas wie Blinkerwasser. Und, oder irgendwie, halten die nur eine bestimmte Anzahl von Blinkern, also von Blinken. Weil, also wenn ich das so immer sehe auf der Straße... Ja. Alter, wie fahrt ihr denn hier alle? Mach mal Platz da, ich will den mal anhalten. Den halten wir nochmal an. Entschuldigung. Ja, okay, das ist super. Den lassen wir mal kurz, wir fahren mal kurz in den hinteren Verkehr. Also man könnte echt meinen, dass andere Leute das so mit dem Blinken nicht so drauf haben. Also ganz ehrlich gesagt, ich blinke regelmäßig, beziehungsweise bei jedem Spurwechsel, ob da ein Auto da ist oder nicht. Weil da haben wir wieder die Sache mit dem toten Winkel. Da denkt man gar nicht dran. Man sieht auf einmal das Auto gar nicht und so ein Blinken kann einem schon den Arsch retten. Wenn man jetzt einen Unfall vermeiden will, ne? Wenn man jetzt darauf sich bezieht. Warte mal, wir werden dich jetzt einfach mal hier anhalten. So, den kann ich hier irgendwie gar nicht so anhalten. So. Ich weiß gar nicht, wie ich dich jetzt anhalte. So? Nee. So, warte mal, irgendwie ist das die Sirene aus. So. Und jetzt habe ich dich... Genau. Wir könnten auch mal kurz hier in die Abfahrt vielleicht. Das ist der sichere Ort vielleicht für so eine Fahrzeugkontrolle. Ich werde hier mal kurz den Verkehr hier absperren. Dann könnten wir auch mal deine Ladung kontrollieren, ne? Deine Ladungssicherheit mal... Oh. Da siehst du, da fällt nämlich schon andere rein. Ich möchte dich ganz gerne nach rechts haben. Kannst du noch ein bisschen weiter nach rechts fahren? Oh, shit. Sorry. Oh, shit. Na, ist egal. Wir fahren jetzt kurz über die Kreuzung. Und... Ja, genau da. Das ist nämlich alles nicht so leicht, wie es aussieht. Gerade bei so einem LKW. So. Du hast ein bisschen die Leitplanke gerammt, aber... So. Zu meinem eigenen Schutz werde ich mal das Fahrzeug hier positionieren. So, dann werden wir ganz kurz das Fahrzeug hier kontrollieren. So, warte mal. Kriege ich das Kennzeichen hier irgendwo raus? Nee, warte mal. Ich gehe mal vor das Fahrzeug. Ich glaube, da kriege ich das Kennzeichen besser, ja. Bei LKWs ist es immer so ein bisschen tricky. Kriegen bei dem LKW jetzt das Kennzeichen. Da haben wir es. Okay. Ein Rubble ist das. Okay. Das ist ja eine coole Beleuchtung. So ein Truck. Oh. Hallo und herzlich willkommen. Also, da müssen wir rein. 6, 8, King, Paul, Queen, 1, 7, 0. No entries on file. Dürft ihr mal wieder ihre Fahrzeugscheine sehen? Anthony Castello. Das passt schon mal. Ich vertraue jetzt meiner guten Dame. Haben sie vielleicht was getrunken? Only one. Das werden wir gleich mal kontrollieren. Zu ihrer und meiner Sicherheit. Auch das ist wieder ein bisschen tricky. Alkoholkontrollen. Ah, funktioniert. So, mal kurz checken. So, okay, das andere Gedöns lassen wir mal weg. Ich gehe mal davon aus, dass er auch keine Drogen genommen hat. Ich werde ihm mal ein kleines Ticket schreiben. Wegen rücksichtslosen Fahrens, Tailgating, Failure to Yield, Lane Splitting. Das Ticket wird ein bisschen teurer. Sie sollten mal ab und zu mal den Schulterblick verwenden. Na gut, ist ein bisschen schwierig bei so einem Auto. Ein bisschen besser auf Ihre Spiegel achten und dann vielleicht auch mal Lichtzeichen geben beim Spurwechseln.
mitnehmen. Und beim nächsten Mal lassen Sie mal Ihren Schrott oder was da sein soll da oben mal ein bisschen gleichmäßiger verteilen auf dem Fahrzeug. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt da nichts runtergeweht wird und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Aber Sie können das ruhig mal ein bisschen ladungstechnisch ein bisschen besser verteilen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen erstmal noch eine weiterhin gute Fahrt. Und fahren Sie vorsichtig. So. Mensch, was für eine aufregende Folge mit unzähligen Verkehrskontrollen. Ich hoffe mal, die nächste Folge wird wieder etwas aufregender werden. Sieht schon geil aus. Ja, ich mag schon die Charger-Modelle eigentlich schon durchweg. Aber der 2014er ist immer noch mal ein beliebtes Fahrzeug. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, ist das Video hier zu Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen langweiliger gewesen ist. Aber ich gehe mal davon aus, in der nächsten Folge wird es wieder ein bisschen aufregender werden. In dem Sinne, macht es gut.